Willkommen von den Empfangsgeräten. Ich bin morgen und Jakob von den Frakta und ich bin wieder in Total War Kingdoms, Quatsch, Total War Battles Kingdom. Irgendwann kriege ich den Titel mal hin. Und mittlerweile, Sommer ist fast schon wieder vorbei. So ein bisschen ist es getrocknet. Aber irgendwie hat sich relativ große Pfützen erhalten. Ich habe irgendwie versucht, so ein bisschen hier und hier eben Durchstich zu erzielen. Das hat das irgendwie ignoriert. Ja, was, im Moment gibt es hier nicht viel zu sagen. Ach, guck mal. Hab ich gar nicht gesehen. Ich sammle weiter Ressourcen. Ich könnte vermutlich Wedgeford vermutlich sogar im Kampf besiegen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es ganz gerne mal tatsächlich mit das Tribut versuchen, mit dem Nahrung, weil letztlich... es ist ja jetzt nicht so, dass das großartig Mühe macht, diese Nahrung zusammenzutragen, wie man da oben sieht. Gut, ich habe auch getauscht beim Markt, aber nichtsdestotrotz, das geht relativ zügig. Und was soll ich mich da irgendwie rumkloppen für nichts? Gut. Also ich würde das wahrscheinlich sogar schaffen. Aber ich habe halt so ein bisschen Bedenken, dass wenn ich es nicht schaffe, die Möglichkeit vom Tribut nicht mehr geht und dann weiß auch nicht. Ja, aber eigentlich... Gut, die sind halt schon knackig schwer, die Macemen. Also hier die Streitkolbenträger. Aber meine Jungs sind eigentlich mittlerweile ganz gut gedrillt. Ah, ich weiß nicht. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der anderen Seite... Oh. Ich guck mal kurz... Boah, das war laut. Ich guck mal kurz meine Jungs an. Gut, den kann ich gar nicht mehr. Der muss jetzt warten, bis die Burg ausgebaut wird. Weil auf Rang 2 kann ich ihn erst bringen mit einer Burg. Ausrüstung craften ist ein bisschen schwierig im Moment noch. Die Rinderherde habe ich abreißen müssen, weil das stand da, wo ich wahrscheinlich wo ich einen Durchbruch erzielen wollte, dass das Wasser mal abläuft. Da ist auch nichts mehr zu tun. Der wartet auch auf Dings. Wobei, wow. Das ging. Das ist natürlich ein schicker Critical Strike, ja. Drei Sekunden ist zwar jetzt nicht lang, aber... Könnte reichen, gell? Los. Ah, okay. Das hat ja echt was gebracht. Cool. Ach, wisst ihr was? Wir brauchen manchmal eine coole Trommel. Was? Ah. Und da ist sogar Rang 2 Swordsman. Das sind Rang 2 Truppen. Meine sind nur Rang 1 Truppen. Ah, nee, das ist mir jetzt zu stressig. Komm, wir kloppen uns mit anderen nochmal, damit wir auch eine schöne Schlacht haben. Wow, das sind Level 3. Deshalb sind die Challengen. Ich habe schon gedacht, okay. Und auch Level 2. Wow, der hat sogar Great Axe und Great Swords. Nö. Nö. Dumm. Wir warten das völlig gechillt ab. Sobald ich nämlich genau Wedgeford nämlich habe, werde ich meine Armee nämlich sowieso aufrüsten. Bis dahin dürfte ich ja noch ein bisschen Gold gesammelt haben und dann gönne ich mir mal ein paar schöne Einheiten, so ein paar Premium-Einheiten. Oder ich gehe halt tatsächlich den Weg über dieses Craften, wobei mir das gerade irgendwie etwas mühselig erscheint, wenn man sich das nochmal anguckt. Wo ist immer so eine?
Da. Wenn ich überlege, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein so einen mal haben will, müsste ich 50, obwohl das ging eigentlich sogar. Von der Kohle ist das jetzt auch nicht unbedingt so wild. Irgendwas verstehe ich auch nicht genau, wie das mit diesen Stages funktioniert und so. Also allein schon, um das mal rauszufinden, wie das funktioniert, würde sich das eigentlich schon mal lohnen. Mich würde ja auch die Mangonelle echt reizen. Das sind nicht alles, das hier sind alles Premium-Einheiten, die ihr hier seht. Die kann man sich nur entweder hier craften oder eben mit Premium hier mit Gold kaufen. Das scheinen Stufen zu sein, wo man quasi füttern muss mit dem Material oder so, und dann desto besser ist dann das Ergebnis oder so. Ist auf jeden Fall interessant, so ein bisschen nebenbei. Ja, das Fisch, der Fisch hier ist weg, da muss irgendwann nur hoffentlich ein neuer Fisch kommen. Das ist auch komisch, dadurch, dass die Brühe hier irgendwie hier rüber, aber das kommt doch von links gelaufen. Ja, irgendwie ist das hier trocken gelaufen. Früher ist das so das Wasser hier runtergelaufen, oder? Egal. Für mich ist das jetzt erstmal auch gar kein großes Problem mit Überflutung. Das trocknet jetzt eh nicht mehr, weil im Herbst wird es ja wieder stärker regnen eher. Ich warte einfach völlig gechillt auf den Winter, da ich jetzt ja weiß, dass man im Winter relativ gut die Landschaft umbauen kann. Werde ich einfach ein bisschen entsprechende Ressourcen noch sammeln und sparen jetzt im Sommer und Rest und dann im Herbst. Und sobald dann Winter ist, baue ich mir die Karte wieder um und lege das hier wieder trocken. Und dann passt das. Aber ich finde das witzig. Ich finde das wirklich irgendwie witzig mit dieser Karte. Die Schlachten finde ich interessant mittlerweile. Immer noch enttäuschend, wenn man denkt, dass Total War auf dem Titel draufsteht. Aber wenn man das mal wirklich außer Acht lässt mit diesem Total War Titel. Und das einfach quasi sich denkt, das ist halt so ein Spiel. Ja, und, ja, irgendwie, ja, wisst ihr, was ich meine? Und dann ist das eigentlich wirklich okay. Da macht das eigentlich Spaß. Dann sind die Kämpfe eigentlich nicht... ja, dann sind sie wirklich okay. Dann ist es immer interessant, wie organisiere ich die Truppen, wie stelle ich die so auf. Das mit dem Craften ist eine lustige Sache, dass man an Premium-Einheiten kommen kann ohne Premium-Währung. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Und das mit diesem Landschaft umbauen und dass das Wasser so überfluten, so, das finde ich total spannend. Das finde ich eigentlich sogar mit dem besten Teil an dem ganzen Spiel hier. Diese Siedlungen ausbauen, dieses Land bewirtschaften, mit den Feldern und mit den Schafherden und mit den Dings. Das finde ich, dass sich das hier alles so verändert, das finde ich wirklich schick. Das gefällt mir wirklich gut an dem Spiel. Also wie ich glaube schon im ersten Video gesagt habe, wäre das quasi Siedler von Catan Online, ja, quasi mit einem kleinen Kampfanteil. Wäre das ein großartiges Spiel, aber ich glaube, viele Leute sind halt einfach enttäuscht wegen den Schlachten, wie sie hier dargestellt werden, die an sich ja gar nicht schlecht sind. Im Vergleich zu vielen Browserspielen sind die sogar Bombe, ja, die meisten Browserspiele haben sowas überhaupt nicht. Nur halt, weil halt Total War als Etikett draufsteht. Da haben die dann halt entsprechende Ansprüche, weil Total War, muss man ehrlich sagen, ist jetzt seit 15 Jahren dabei und ist nicht umsonst einer der ganz großen, also ein AAA-Titel-Serie. Wir freuen uns ja auch alle wie Schneekönige auf Total War Warhammer. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen ungeschickt gewesen. Auf der einen Seite marketingtechnisch nachvollziehbar, dass man Total War draufklebt, weil dann zieht es die Leute ran. Ich glaube aber langfristig ist das ein Bumerang. Das zieht zwar die Leute zuerst ran, aber dann sind die Erwartungen enttäuscht und das schlägt sich dann negativ wieder zurück. Hätte man dem Baby hier einen anderen Titel gegeben, ja, dann wäre das, glaube ich, von Anfang an wären die Reaktionen wahrscheinlich auch freundlicher gewesen. Meine ja auch. Ich bin ja auch im ersten Video, gebe ich ehrlich zu, ziemlich pisst. Ja, weil ich mir auch was anderes drunter vorgestellt hatte und die Schlachten dann halt einfach enttäuschend fand. Ja. Jetzt ist es Scrooge, also mit der Karten ist ja auch so öde. Nee, also ich wollte euch nur mal zeigen, jetzt ist Spätsommer, ein bisschen abgetrocknet ist es, aber große Teile überflutet. Ich muss jetzt quasi auf den Winter warten, bevor ich die Landschaft großflächig umbauen kann. Bis dahin habe ich vielleicht auch genug Nahrungsmittel zusammengesammelt, um mir Wedgeford zu kaufen. Ja? Und dann habe ich ein drittes Gebiet. Und dann sehen wir uns hier wieder. Ne? Ich wünsche euch was. Bis bald, macht's gut. Tschüss.